Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 15 von Shapes.io. Ja, der Modrak hatte geschrieben, hat sich richtig darüber gefreut, dass ich alles richtig mache, dass es vorangeht, dass ich es verstanden habe. Und ja, da wollen wir mal gucken, dass wir da weitermachen. Wir wollten ja hier diese weißen Teile hier bauen, die fürs Kopieren wichtig sind. Und da müssen wir hier mal gucken, dass wir das in Angriff kriegen. Und das machen wir nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir uns das Ganze an. Wir brauchen Farben, Kreise und diese Form. Gelb gibt's aus, grün und rot und blau gibt's direkt. Und blau wird mit gelb, grün dann weiß, ne? Oder? Ja, passt. Das ist schon mal klar mit der Farbe. Und dann müssen wir mal die Formen gucken, ob wir sowas nicht irgendwo haben, weil... Also einen Kreis gibt es hier. Ja, die sind immer so anders, ne? Ha, da ist er. Da ist er, den brauchen wir. Der muss nur zweimal gedreht werden, dann passt der. Cool. So, den auch zweimal drehen. Passt. Zwei Dreher da dran. Ne, einmal drehen, ja, zweimal drehen. Und dann kommt das Teil da richtig raus, oder? Genau so brauchen wir das. Sehr cool. Okay, dann muss das blau werden. Blau ist da oben. Das holen wir uns dann da weg. Dieses Teil und viermal blau. Und dann... Müssen wir das da runterziehen. Und noch mehr runterziehen. Und ganz weit runterziehen. Und da sind unsere Teile. So, die müssen wir dann bunt machen. So, jetzt müssen wir dieses Kopieren allerdings woanders herholen. Also, wo werden Teile eingefärbt? Hier nicht, hier mischen wir Farbe, das müssen wir dann dafür das Weiß und so machen. Hier werden Teile eingefärbt. So, jetzt müssen wir gucken, ab wo wir kopieren müssen. Steuerung, linke Maustaste ist das. Also, da fängt das Teil an und hier hört es auch, nee, oder? Ich glaube, wir müssen von hier loskopieren nach da unten. Dieses Teil gibt es da wieder. Das heißt, wir müssten von dort Level 13 erreicht. Okay. Neuen Tunnel. Das heißt, der Tunnel hat eine höhere Reichweite. Können wir schon wieder mischen. Ach so, das heißt, der ist oben drüber und der geht unten runter noch her. Okay, sehr schön. Nächster Level. So, wir sind aber hier und müssen jetzt hier die Steuerungstaste drücken und den hier drücken. Und dann gehen wir hier lang und basteln bis dahin das Teil dran, oder? Ich hoffe mal. Steuerung C für Kopieren. 75 Punkte kostet mich der Spaß. Ich glaube, ich habe es noch nicht bezahlt, ne? Muss ich gerade gucken, wo das Teil ist zum Färben. Ach, da. Also, das passt natürlich jetzt wieder leider nicht. Weil der Färber kommt von da. Dann müssen wir da einmal drunter her, ne? Ja. Ja, komm, dann mach den Färber mal so, ja. Färber machen wir hier so hin. Wie mal brauchen wir das denn? Shit, ich habe einen doch zu viel kopiert, kann das sein? Oder? Ja, irgendwas passt da nicht, was ich da gerade kopiert habe. Ja, ich habe einen Teil zu viel kopiert, ne?
Lass ihn erstmal anschließen. Die Farbe kommt da rein. Gut. Fließband her. Und einmal anschließen. Das läuft schon mal richtig, ne? Ja. Und da unten geht er durch. Das passt. So, jetzt müssen wir den noch mit dem Tunnel da drunter her haben. Passt. Und das Fließband da angeschlossen. So, jetzt müssten da blaue Teile rauskommen, oder? Ja, kommen sie. Passt. So, und jetzt muss ich aber nochmal Steuerung drücken und nochmal richtig kopieren. Und das müsste das Teil sein. Steuerung C. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, einmal das so machen, weil ich es dann doch wieder verbockt habe. Ist halt so, ne? Okay, nur der Abnehmer da rechts ist nicht. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, machen wir 6. Hier haben wir natürlich jetzt nicht das Richtige gebaut. Da geht's los. So passt's, oder? Ja, geht erstmal so. Und dann kommen die Teile daher. Die sind blau. Jetzt brauchen wir weiß. Die Farbe weiß wird aus grün und aus blau. Ach so, warte. Wir brauchen das gelb. Und gelb wird aus grün. Oh, schwierig, ne? Die färben wir ein. Okay, das heißt, wir müssen jetzt was anderes kopieren, um Farben zu mischen. Das war dieses Querteil hier, ne? Genau. Jetzt muss ich hier wieder gucken, was ich kopieren muss. Eigentlich was mitten raus, oder? Das heißt eigentlich, muss ich jetzt hier die Steuerungstaste drücken und das Stück kopieren, oder? Ich hoffe, ich mache es richtig. So, jetzt wieder rauszoomen. Hier ist es und wir wollen hier das farbige Teil haben. Wollen wir denn hier Kreise? Da unten ist ein Kreis, gut. Ja, schon ein bisschen nah. Haben wir woanders auch noch einen Kreis? Nicht wirklich. Egal, dann machen wir das trotzdem eher so. Steuerung V, ne C. Das Ganze drehen wir. Geht wunderbar. Und ich baue das mal hier neben, ne? Ja. So, wenn ich das da jetzt hinkopiere. Zwei, drei, vier, fünf, machen wir sechs. So, jetzt dieses Band ist schon okay, das ist das volle. Und hier müssen jetzt die zwei Farben rein, ne, oder? Und dafür muss ich allerdings gerade, wie ich sehe, diese noch anschließen, die da sind. Und zwar so und so. Sollte funktionieren. Dann brauche ich das. Nicht Shift gedrückt, ne? Dann klappt das auch nicht. Oder, ja, Shift war's. Und das dahin, dann kommen die roten Teile da schon mal hin. Und hier müssen wir da vier von machen. Und die vier bauen wir da rein und dann sollte sich das mit den Farben hier ergeben. Und welche? Ach, die gelben Teile haben wir jetzt gekriegt. Gut. Gelb haben wir schon mal da. So, gelb und blau würde jetzt dann das nächste ergeben.
1,4 haben wir nur noch davon, aber wir können das ja mal gucken. Was kostet denn das Teil jetzt hier kopieren? Wenn ich das jetzt kopiere, ne, und das hier hinsetzen würde, ja, sagen wir mal hier so hin, ne, Steuerung C, 500 kostet das, aber das können wir uns leisten. Macht das Sinn, das jetzt hier hinzubauen? Also da kommen die gelben, da kommen die blauen, dann kann ich die mehr holen. Aber ich habe keine Kreise hier. Aber die waren ja da unten. Ich baue es mal hier so hin. So, jetzt muss ich mir aber hier die blauen wegholen. Ich hoffe, das Band dafür ist voll genug. Ja, geht gerade so, oder? Jetzt muss ich die gelben noch haben, die da hinkommen. So. Jetzt muss der weiß rauskommen, oder? Wo sehe ich das? Achso, hier links. Gut, passt. So, jetzt brauchen wir noch die Kreise. Die waren ja hier unten runter, oder? Wo sind sie? Da sind sie. Ja, das mit dem Hub, das geht so. Ist noch weit genug weg, sag ich mal. Wir können das ja auch umgekehrt bauen. Dass wir erstmal hochbauen. Kreise hier holen. So. Jetzt gehen wir damit ein bisschen höher. Die müssen weiß werden, das heißt, wir müssen die so einfärben, dass das Weiß ist hier. Haben wir schon hier Färbegeschichte? Ja. Was muss ich hier kopieren, dass das klappt? Ich habe nur noch 1000 da. Muss ich eigentlich so machen, ne? Ich glaube, es ist immer egal, wie ich es mache, also sowieso verkehrt. So, Farbe ist rechts, Form ist links. Naja. Ist halt so. Wo ist jetzt unser Kreis? Da. Steuerung C. Drehen, drehen. Farbe kommt natürlich wieder von da raus rein. Ich glaube, so muss es sein, ne? Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt erstmal. So, die Kreise kamen von da. Das war richtig, ne? Ja. Ah, ne, da muss so einer hin. So, das ist schon mal angeschlossen. Jetzt kommt hier noch die Farbe rein, ne? Der Tunnel fehlt natürlich hier. Und hier muss ein Teil hin. Und hier muss der noch hin. Dann läuft das Ganze im Prinzip. Und wir müssen von hier aus kommend mit der Farbe da rein. So, jetzt müssen wir noch eine weiße Farbe holen. Die kommt ja von hier oben. Okay, und wir müssen von hier aus nach da unten hin. So, dann sollte das passend sein und dann sollten da weiße Kreise kommen, oder? Die wir da oben dann haben. So, da läuft schon, da sind auch weitere Farben am Laufen, die weißen Kreise kommen raus, alles ist gut. Okay, jetzt haben wir weiße Kreise, die wir mit den komischen Teilen hier zusammenbauen müssen. Das bedeutet, die weißen Kreise kommen von hier nach da
Dann müssen wir nur gucken. Ja, der Platz ist hier ein bisschen schlecht, ne? Dann gehen wir da hoch. Nach da irgendwo und hoffen, dass das dann da passt. So. Jetzt brauchen wir diese Zusammenbauaktion. Da müssen wir mal gucken, wo wir das Teil haben. Das müsste ja hier dieses sein, oder? Ja. So, jetzt müssen wir hier wieder kopieren. Die beiden laufen rein. Ich muss aber mehr von hier gucken. Nee, das will ich gar nicht machen. Das ist wieder doof. Ich glaube, wir müssen das von hier kopieren, oder? Da ist der Tunnel drin. Ja, das ist, müsste so sein. Steuerung C. Kostet uns 65. Müssen wir da hochbringen. Teile laufen von da oben rein. Und die fertigen Sachen sind da. Das heißt, es müsste eigentlich hier so losgehen, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nochmal sieben da. So, das Anschließen geht so. Das Anschließen geht so. Und jetzt müssen da schon fertige Teile irgendwie rauskommen, oder? Hier, da sind sie. Und das sind die Teile, die wir auch brauchen. Und das Band ist erstmal ziemlich voll. Für meine Verhältnisse schon ziemlich gut. So. Jetzt müssen wir das noch an Hub anschließen, ne? Tunnel. Drehen. Drunter her. Fertig. Wo ist der Hub? Der ist da. Ah, das sieht hier doof aus, ne? Ich baue das mal schnell um. Das kann da sein. Dann können wir den da erstmal wegmachen. Dann laufen die Teile da rein, weil die kommen ja sowieso da reingelaufen. Und ich müsste jetzt schauen, dass ich mit dem Teil nach da ganz oben irgendwo hinkomme, ne? Okay. Ist vielleicht nicht so ganz so richtig, aber wir machen das erstmal so. Gucken, wo das andere ist. Wo ist das andere Ende? Hier ist es. Okay, da gehen wir dran vorbei auf der Seite. Ah, da unten kommt es gleich. Nee, auch nicht. Ich muss das Teil haben wieder, um das verlängern zu können. So, sehr gut. Jetzt sollten diese vielen Teile da reinlaufen. Sieht momentan nach einem vollen Band aus. Das hat gut geklappt, denke ich. Problem ist, dass wir da unten natürlich am Hub jetzt da so doof reingehen, ne? Dann müssen wir nochmal hier gucken, ob wir das nicht vernichten im Endeffekt dann. Ja, okay, das geht erstmal. Erstmal geht's, ne? Sag ich mal, ne? So. Gut, dann werden wir nächstes Mal entweder... Ne, das haben wir ja schon. Wir müssen dieses Teil... Ne, das läuft auch rein. Wir müssen nur die Menge auch verstärken von diesen Windmühlen. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.